Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nach so einer langen Zeit schaffe ich es endlich mal wieder Hobbyhousing zu machen. Ich werde euch aber auch noch etwas Negatives, was mir sehr zu schaffen macht, erzählen während dem Video. Aber erstmal das Positive. Ich werde jetzt noch Maskottis Trense holen, denn wir gehen erstmal ausreiten und werden dann ein bisschen springen. Von meinen ganzen Trensen habe ich mich jetzt für diese Trense entschieden. Now I wanna burn all the bridges between us. Hatte ich ja letztes Jahr meinen Sturz vom Pferd und habe mir dabei den Arm gebrochen. Und da ich deswegen beim Arzt war und mein Knie dann halt auch nochmal mehr wehgetan hat, das hat nämlich schon öfter Probleme gemacht, habe ich es halt dann nochmal abchecken lassen. Und leider hat sich dann festgestellt, dass mein Meniskus leider so angerissen ist. Der Arzt meinte, ich kann es auch operieren lassen, muss ich aber nicht operieren lassen. Außerdem ist es auch falsch abgenutzt. Und das ist halt natürlich kritisch, wenn ich jetzt immer so hoch springe und so Hobbyhousing mache, dann ist es halt fürs Knie sau schlecht, weil dann immer wieder wirklich viel Druck drauf kommt und somit könnte es halt passieren, dass es noch mehr reißt. Und deswegen muss ich da jetzt aufpassen. Für dieses Video habe ich es halt jetzt wieder gemacht, aber leider hatte ich danach wieder Knieschmerzen. Ich habe mir eigentlich auf meinem Dressurreitplatz hier sowas aufgebaut und zwar erstmal hier so der Sprung quer, da muss man sich gerade ganz schnell wieder gerade einstellen. Dann kommt hier ein Oxer, das ist das Höchste, was ich springen werde, was halt auch schon eigentlich too much ist, wegen meinem Knie. Und dann geht es hier weiter geradeaus und dann muss man direkt hier links wenden und dann über den Sprung.